So, und jetzt machen wir sehr gern weiter. Wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie ganz herzlich zu Brisant zum Wochenende. Unter anderem heute bei uns die beiden neuen Stadl-Moderatoren. Und die verraten uns, was die da heute Abend planen, worauf wir uns da freuen können. Später mehr dazu in der Sendung. Aber jetzt schauen wir erst einmal sonst auf diesen Tag. Und wir beginnen mit Bildern aus Hamburg heute. Die spielen am Hamburger Hauptbahnhof. Bilder von heute Mittag. Mal wieder fliegen Steine in der Hansestadt. Diesmal von vermutlich linken Demonstranten gegen Polizisten und Züge. Und zwischenzeitlich war es so chaotisch hier, dass der ganze Zugverkehr erstmal gestoppt wurde. Ausgelöst worden waren diese Demonstrationen und Ausschreitungen durch einen geplanten Demonstrationstag eigentlich von den Rechten. Der war aber deutschlandweit verboten worden, fand allerdings dann trotzdem statt, unter anderem auch in Bremen. Jetzt gab es also Ärger an gleich zwei Orten und wir beginnen den Tag in Bremen. Also das die Bilder aus Hamburg und Bremen heute und sicherlich werden das noch interessante nächste Stunden werden. Über Bahnübergänge und das Risiko von Unfällen wird ja immer dann geredet, wenn etwas passiert. So ist das aktuell auch in Rheinland-Pfalz. 5 junge Männer sind tot, mitgerissen in einem Auto von einem heranfahrenden Zug. Nun wird überprüft, was da passiert ist, ob da vielleicht die Schranken nicht richtig funktioniert haben. Ja, auf die Hintergründe wird man noch mal schauen müssen. Und wir gucken jetzt aus aktuellem Anlass heute nach Mekka. Mekka ist überfüllt in diesen Wochen von Hunderttausenden Pilgern. Denn in wenigen Tagen beginnt da die berühmte Pilgerfahrt. Ja, und all diese Menschen werden die folgende Nachricht sehr aufmerksam verfolgt haben. Bei einem Unwetter ist ein Kran auf die große Moschee gestürzt, die dort gerade umgebaut wird. Und die aktuellen Zahlen, die sprechen inzwischen von mehr als 100 Toten. Ja, und gestern haben wir hier in der Sendung über seine Geschichte berichtet, ein Prozess in Frankreich, der große Wellen geschlagen hatte. Der Vater dieses Jungen hatte den 3-jährigen Bastien in eine Waschmaschine gesteckt. Als Strafe soll das so gewesen sein und der Junge ist in dieser Waschmaschine gestorben. Ein Fall, der viele Menschen entsetzt hat und jetzt wurde das Urteil gesprochen. Das hier ist ungefähr das, was im Kopf passiert, wenn man so richtig Kopfschmerzen hat. Ne? Man hat das Gefühl, es zerspringt einem der Kopf. Ja? Wir hier im Studio, wir können das einfach wieder ausschalten. Ja? Aber immer häufiger haben genau solche Schmerzen auch Kinder, die sagen, Mama, ich habe richtig Kopfweh. In den vergangenen 30 Jahren hat sich diese Zahl verdreifacht. 12% aller Schulkinder sagen sogar, sie haben Migräne. Aber warum brummt Kindern heute so sehr der Kopf? Wo kommt das her? Was müssen sie schultern, verarbeiten? Und vor allem, was kann man tun, ja, wenn das hier im Kopf passiert? Aua. Ja, also er muss uns auf jeden Fall nicht mehr überzeugen. Wir sind seit Alexander Matzer hier bei uns bei Brisant in diesem Studio Riesenfans. Und schauen Sie mal, Sophia Loren, ja, so läuft das, wenn dieser Mann auf große Stars trifft und Frauen sie schmelzen. Ja, jetzt muss Alexander Matzer nur noch zeigen, dass er auch Stadl kann. Die neue Stadl-Show, die kommt heute Abend mit ihm und Francine Jordi. Da ist ja ganz viel drüber geredet worden im Vorwege. Es soll alles ein bisschen anders werden, ein bisschen jünger. Und jetzt hören wir von den beiden, was da nun heute Abend kommt. Wer alles eingeladen ist, ob sie vielleicht zusammen singen, wäre ja auch Teil. Ja? Vielleicht trägt Alexander Matzer Dirndl. Es gibt so viele Fragen und sehr viele Gründe, sich auf heute Abend zu freuen. Ja, und beim nächsten Kind, Alexander, hier, weißt, wen du anrufen musst. So, uns Bescheid sagen. Und was haben wir jetzt noch? Ganz schönes Bild, so kurz vor der Sportschau, ja? Ein König spielt Fußball, ne? Das ist doch mal ein seltener Anblick. Das ist Willem Alexander, der macht sich schon mal ein bisschen warm. Das ist ein Kick für einen guten Zweck gewesen. Der König ist, wie fast alle Niederländer, begeisterter Fußballfan. Und jetzt war WM in den Niederlanden. Haben Sie gar nicht mitbekommen? Sehen Sie jetzt. Eine ganz besondere. Und der König vorneweg. Okay, also dieser König hat's drauf. Ja, und diese beiden, die haben uns wirklich bewegt in dieser Woche in einem großen Film. Horst Sachtleben war zu sehen hier im ersten in dem Film Über den Tag hinaus. Der Film beschäftigt sich mit der Frage, die uns ja alle irgendwann mal umtreiben wird. Was bleibt eigentlich von mir, wenn ich nicht mehr bin? Ja, auch wenn man sich ja wünscht, dass das alles noch sehr lange dauert.
Horst Sachleben stammt ursprünglich aus Berlin und dort haben wir uns mit ihm verabredet, getroffen und über sein Berlin und seine Erinnerungen an Berlin geredet und über seine große Erfolgsserie. Das ist nämlich Um Himmels Willen, haben Sie ihn bestimmt erkannt. Und als damals der Anruf kam, da dachte er, das kann doch nicht ernst sein, man dreht doch nicht eine Serie über ein Kloster. Und dann wurde das so ein Erfolg. Schönes Lebensmotto, merken wir uns. Weiter geht's mit Tom Cruise. Der ist ja sehr stolz darauf, dass er in seinen Filmen seine Stunts fast immer selbst macht und nicht gedoubelt wird. Aber es wird ihm sicherlich sehr nahe gegangen sein, was jetzt am Set zu seinem neuen Film passiert ist. Da wurde während der Dreharbeiten nämlich alles plötzlich sehr ernst. Wir sind ja hier beim Fernsehen. Da muss man ja immer mal offen sein für was Neues. Und vielleicht ist das ja etwas, das dem deutschen Markt auch noch gefehlt hat. Schauen Sie mal, ja. Ganz neu, Fernsehen für Hunde. Ja? Fridolin darf endlich mal so richtig glotzen. Gibt's in den USA schon lange und dort ist das ein Riesenerfolg. Und jetzt läuft dieses Programm für Hunde auch bei uns. Hunde gucken Hunden zu. Beim Schwimmen, beim Tanzen, beim Essen. Braucht man das? Will man das? Dem Hund die Fernbedienung überlassen? Ja, Sonntagsstreit um den Tatort oder das Hundeprogramm? Wir haben die gefragt, die sich mit Hunden und ihren Bedürfnissen gut auskennen. Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich muss mich zu Hause schon mit meinem Mann einigen. Stellen Sie sich mal vor, dann kommt noch der Hund von der Seite dazu. Egal. Jetzt kommt auf jeden Fall was, das ist definitiv was für alle. Sportlich und viel Bein, es folgt nämlich die Sportschau. Da wünschen wir gute Unterhaltung, viel Spaß und wenn Sie mögen, Montag geht's weiter mit Brisant. 17:15 Uhr. Schöne Woche. Tschüss.